Also, ganz kurz erzähle ich dir hier etwas über die Leberreinigung von Andreas Moritz, denn anscheinend scheint dich das Thema zu interessieren. Ich habe sie vor gut 10 Jahren das erste Mal gemacht. Das war eine Zeit, an der ich relativ müde war, ständig erschöpft, recht angespannt und mich einfach irgendwie so ein bisschen schlammig und schlackig und irgendwie nicht richtig sauber innen drin gefühlt habe. Abgesehen davon hatte ich auch Gallengries, der schon während meiner Schwangerschaft damals festgestellt wurde und der einfach, ich wusste, dass er da war, mehr Probleme hatte ich da jetzt nicht mit. Dann fiel mir das Buch von dem Andreas Moritz in die Hand und es hat mich ziemlich angesprochen. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe es ausprobiert. Und ich fühlte mich deutlich besser. Es gibt viele Stimmen für die Leberreinigung, gegen die Leberreinigung. Fragt 3 Leute und ihr bekommt 3 Antworten. Ich kann euch nur von meiner Erfahrung berichten und für mich war es einfach eine total super, super Sache. Es wird nicht für jeden gut sein. Für mich in dem Moment war es einfach wichtig. Es hat sich gelohnt. Ich war viel klarer im Kopf. Ich habe besser geschlafen. Ich habe, glaube ich, besser gerochen, wie ich schon sagte. Meine Haut war deutlich sauberer und frischer. Und vor allen Dingen, es war, als wäre mir eine Last von den Schultern gefallen. Ziemlich irre. Ich wusste gar nicht mehr, dass sie sich so frei anfühlen können. War eine coole Erfahrung. Von daher würde ich es immer wieder empfehlen, wenn du viel mit Müdigkeit zu tun hast. Müdigkeit ist der Schmerz der Leber. Wenn du mit Erschöpfung zu tun hast, wenn du mit Gereiztheit zu tun hast, mit prämenstruellen Syndromen, Migräne und Co., probier es einfach aus. Mein Programm möchte dich an die Hand nehmen, möchte dich einfach durch die erste Leberreinigung begleiten, möchte dir zur Seite stehen oder besser gesagt im Background, falls du Fragen hast. Und dann kannst du für dich im Nachhinein entscheiden, ist das was für dich oder nicht. Okay, so ist der Plan. Von daher, wenn es dich neugierig macht, melde dich gerne an. Ciao.